Deshalb kommen wir zu einem der Talks, auf die ich mich am meisten freue, weil ich beide diese Projekte im letzten Jahr extrem gefeiert habe. Zum einen, wer von euch hat was von Open Schufa mitbekommen? Deshalb seid ihr hier, richtig, fast alle. Wer von euch hat denn mitgemacht bei Open Schufa? Immerhin, ein paar Leute hier im Saal. Finde ich total großartig, vielleicht können wir diesen verdammten Algorithmus mal reverse-engineeren. Arne ist ja dran mit seinen Leuten. Und das Zweite, was ich richtig gefeiert habe, waren die offenen Gesetze. Plötzlich ist da ein Portal, wo alle Gesetze drin sind. Und genau so fand ich das. Also, machen wir es schnell jetzt. Der nächste Talk, Caught in the Akten von Stefan Wehrmeier, Walter Palmitzhofer und Arne Semsrott. Einen großen Applaus. Ja, guten Morgen. Schön, dass so viele Leute so früh am Morgen hergekommen sind zu unserem Talk. Caught in the Akten, ein Talktitel, den ich super lustig finde, aber ich glaube, da bin ich der Einzige zumindest auf dem Panel. Noch jemand findet es lustig. Gut, egal. Wir machen einen kleinen Talk zur angewandten Hackerethik, vor allem über den Einsatz daraus, nämlich öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und wir haben zwei Projekte mitgebracht, die, glaube ich, in sehr unterschiedlicher Art damit umgehen, die beide mit privaten Unternehmen zu tun haben, die sich aber verhalten, als ob sie Behörden wären. Zumindest in bestimmten Teilen, nicht in dem Teil, wo es um Transparenz geht, aber in den anderen Teilen. Und wir haben zwei unterschiedliche Herangehensweisen versucht, um diese beiden Unternehmen zu knacken. Und wir fangen an mit Open Schufa und danach geht es um offene Gesetze und danach haben wir hoffentlich ein bisschen Zeit, um noch drüber zu quatschen und zu diskutieren. Offene Daten bei der Schufa sind natürlich ein sehr sensibles Thema. Private Daten schützen und öffentliche Daten nützen, das beides kommt, glaube ich, sehr, sehr interessant zusammen bei der Schufa. Die Schufa hat Daten über fast 70 Millionen Leute in Deutschland und hat Daten zu sehr sensiblen Informationen, natürlich Finanzinformationen dann vor allem, Kreditausfälle, solche Sachen über sehr viele Menschen, wahrscheinlich die meisten Menschen hier im Saal. Und ganz viele Menschen, die nicht so viel mit der Schufa zu tun haben, denken tatsächlich, dass die Schufa eine Behörde sei. Aber die Schufa ist ein Unternehmen, das auch die Berechnungsmethoden von den sogenannten Schufa-Scores nicht offenlegt. Also man redet ja so von den Schufa-Scores, die Wahrscheinlichkeit berechnen sollen zumindest, nach der jemand einer Kreditforderung nachkommt oder nicht. Und es gibt tatsächlich nicht nur einen Schufa-Score pro Person, es gibt sehr viele, so 16 Scores, die Schufa pro Person berechnet. Und wie sie aber auf diese Scores kommt, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das ist auch schon gerichtlich so festgestellt worden vom Bundesgerichtshof. Die Schufa muss diese Berechnungsmethoden hinter diesem Score nicht offenlegen. Was die Schufa nicht verhindern kann, ist, dass Leute diesen Schufa-Score reverse-engineeren. Das ist nämlich legal und das haben wir versucht mit Open Schufa. Open Schufa, ein gemeinsames Projekt von der Open Knowledge Foundation und Algorithm Watch. Und die Idee dahinter ist, diesen Schufa-Score, diese Berechnungsmethode zu reverse-engineeren. Wir haben im Frühjahr dazu ein Crowdfunding gemacht. Viele von euch haben Geld für gespendet. Wir danken euch sehr herzlich dafür. Das hat es uns ermöglicht, mit dieser Arbeit anzufangen. Wir hatten ein Werbevideo dafür, haben dafür Nico Semsrott gewinnen können. Sehr sympathischer Kerl. super Video auch. Und die Idee von Open Schufa war, oder ist auch weiterhin, dass alle Menschen eine Selbstauskunft über sich nach der DSGVO beziehungsweise nach dem Bundesdatenschutzgesetz anfragen können, die dann per Post bekommen und über eine App, die wir entwickelt haben, die dann einscannen, anonymisieren oder pseudonymisieren können und uns wiederum dann spenden können. Das haben auch ziemlich viele Leute gemacht, über Selbstauskunft.net erstmal ihre Selbstauskunft angefragt und uns das dann gespendet. Wie waren erstmal so die Reaktionen darauf? Die Schufa war nicht so fröhlich über dieses Projekt.
Die haben gleich zu Beginn dieses Crowdfundings einen großen Banner auf ihre Website gestellt und haben gesagt, die Open Schufa-Kampagne ist irreführend und gegen Sicherheit und Datenschutz in Deutschland. Und das war super. Das war, vielen Dank an die Schufa dafür. Die Schufa... Die Schufa hat nämlich auf ihrer Startseite auf schufa.de einen Riesenbanner Open Schufa gehabt. Deswegen, um darauf zu linken, und das hat uns nochmal ganz schön viel Traffic gebracht. Das war super. Überhaupt hat sich die Schufa in diesem ganzen Prozess sehr, sehr kooperationsunwillig gezeigt. Es gab ziemlich viele Journalistinnen, die versucht haben zu recherchieren, einzelnen Fällen hinterherzugehen und dann die Schufa damit zu konfrontieren. Und hier zum Beispiel ein Bericht von einem Journalisten der Welt, der ziemlich eindrücklich bewiesen hat, so wie denn die Schufa mit Journalisten umgeht. Die machen wirklich... In so gut wie jedem Fall, wo Journalisten versuchen, über sie Berichterstattung zu machen, massiv Druck. Die versuchen, in der letzten Sekunde Berichterstattung zu verhindern. Die kommen mit solchen Fake-News-Vorwürfen und so einem Zeug. Und insofern zeigt sich, glaube ich, allein dadurch schon ganz gut, dass die Schufa da einiges zu verbergen hat. Und was wir da ein bisschen an die Öffentlichkeit bringen konnten, das erzählt Walter. Ja, hallo. Also wir haben im Februar aufgerufen, dass die Daten angefragt werden und haben im Mai angefangen, die Daten dann zu sammeln. Und jetzt nochmal zurückkommen auf das größere Thema mit private Daten schützen, öffentliche Nutzen. Hier braucht es quasi private Daten, dass man die Daten, die öffentlich sein sollten, und das ist aus unserer Sicht eben dieses Scoring und die Gewichtung, nachgebaut werden kann, damit man das dann rausfindet. Und das war halt jetzt, insgesamt gab es 100.000 Anfragen an so Auskunftsdateien. Das war jetzt nicht nur die Schufa, wir haben halt mit der Schufa angefangen, und das betonen wir immer wieder, weil das halt bekannteste Marke ist oder Unternehmen in dem Bereich, und es sehr wohl andere Unternehmen gibt, die noch schlechtere Daten verwenden oder noch kaputtere Scoring-Mechanismen haben, die noch weniger bekannt sind. Und wir sagen immer, wir fangen mit der Schufa an, hören aber da nicht auf. Und jetzt nochmal, das ist das Schöne, was in anderen Ländern heißt, das dann MyData. Wir möchten sie ja Our Data nennen, wo man halt dann, wenn man sich bewusst ist, was die Daten sind, spenden kann, damit man in diesem Datenpool was für die Gemeinschaft rausfinden kann. Und das ist der Übergang von privaten zu öffentlichen Daten. Und so haben wir eben dann im Laufe von einem halben Jahr ca. 3000 Schufa-Datenspenden bekommen. Da gab es dann kleine Probleme mit denen, und zwar wir hatten einen Medienbruch. Das heißt, wenn die Leute angefragt haben bei der Schufa, haben sie die Auskunft per Post nach Hause geschickt bekommen und mussten die dann quasi mit unserer App digitalisieren, einscannen, schwärzen, wenn sie es wollten, und da ging gewisse Datenqualität halt verloren, weil teilweise das Licht schlecht war, Ausdruck, bla bla bla. Und das war der erste Fall, da hat man einen Medienbruch, und dann hat man einen Datenbruch. Deine Datenbruch war ganz einfach, dass die Leute, die mitgemacht haben, quasi so eine bessere demografische Durchschnittswahl als unser Panel hier. Also es waren 85% Männer. Es waren auch der Altersdurchschnitt eher jung und urban und tech-affin. Das heißt, da hat man dann das Sample nicht perfekt gehabt. Und das andere war, am 25. Mai dieses Jahres gab es die DSGVO. Ab dem Zeitpunkt gab die Schufa dann weniger Daten hier. Das ist relativ witzig in dem Sinn, weil wenn es ein Unternehmen in Deutschland geben hätte sollen, das sich auf die DSGVO vorbereiten hätte sollen, sollte, wäre es wahrscheinlich dieses Unternehmen gewesen, oder? Das ist eins der großen Unternehmen, die persönliche Daten haben, und die haben es quasi verpeilt wie der Schreinermeister von Nehmann, der sich denkt, der muss sich die Weihnachtspostkarte überlegen, was er rausschicken kann. Das lag auch daran, dass etwas eigentlich der hessische Datenschutzbeauftragte da zu wenig nachgegangen ist aus unserer Sicht. Das heißt, die Schufa hatte da circa 7 Monate lang jetzt mal einen Freilauf, Daten nicht zu liefern, die sie eigentlich liefern hätten sollen. Das war ein Problem, wieso wir weniger Datenspenden hatten oder von diesen 3000 nicht alle verwenden konnten. Und das ist quasi jetzt das Datensample, über was wir jetzt sprechen. Das heißt, es ist nicht wirklich repräsentativ, und das ursprüngliche Ziel, dass wir 5000 perfekte Datensätze hätten, wo man dann das wirklich schön nachrechnen könnten mit einem nachmodellierten Schufa-Modell, da sind wir noch nicht, aber wir haben ein paar lustige Findings in Daten gefunden. Das war jetzt mal so, wie die Auskunft war vor der DSGVO. Das war relativ übersichtlich, da sieht man auch verschiedene Branchenscores, und das war dann ab dem 25. Mai, das war eher mager. Wir haben sie dann mal die Daten angeschaut, und der erste Schritt war,
was sind die harten Faktoren, die da reinkommen? Und da sieht man jetzt, das sind immer so Variablen, wo man dachte, die könnten zutreffen. Da sind jetzt zwei Ausreißer dabei, die möchte ich kurz näher zeigen. Das eine ist halt Insolvenzverfahren und das zweite ist Zwangspfändungen. Das ist, die haben einen relativ harten Einfluss. Das ist eine logarithmische Skala. Das heißt, oben ist unten ist 0 und das zweite Strichel unter 0 ist dann bei 90. Das heißt, wenn es runtergeht, geht es wirklich runter. Das sind jetzt Kurs, die, wo man darüber diskutieren kann, für Kreditwürdigkeit, wo die Sinn machen. Wir haben das Problem an sich, 95% vom Score erreichen circa 3/4 der Leute. Und in diesem 5-Bereich von den Scores oder für 75% der Leute wird dann halt entschieden, bekommt man einen Mietvertrag oder bekommt man einen Handyvertrag. Obwohl der Score relativ hoch ist und die Variablen, die dafür herangezogen werden, um diese Feinheiten zu berechnen, sind relativ aus unserer Sicht a schwammig, beziehungsweise wir haben mal aufgezeigt, dass da Datenfehler wahrscheinlich drinnen sind. Ein Fall war zum Beispiel, es gibt schlechte Scores ohne Negativmerkmale. Das betraf jetzt zum Beispiel 20 Leute, die überhaupt keinen Negativeintrag hatten und einen Negativscore bekommen. Hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung würde das ca. 100.000 Leute betreffen. Und die Sache ist auch noch, wenn man selber nie Probleme gehabt hat mit einer Finanzierung oder Zurückzahlung, dann würde man auch nie daran denken, dass man in dem System drinnen ist. Weil man denkt, man hat einmal alles richtig gemacht. Und das ist jetzt 100.000, aus meiner Sicht ist das relativ eine hohe Zahl. Nächster Schritt wäre, es gibt halt ein angeblich genaues Kurs ohne Daten. Das heißt, 75% der Leute haben weniger als 3 Datenmerkmale. Das ist jetzt für eben, ob man Mietwohnung bekommt oder nicht, relativ dünne Suppe, würde ich mal sagen. Und dann dritten Teil war noch, es gibt verschiedene Versionen von Scores. Das heißt, es gibt einen Bankenscore, da gibt es eine Version 1, da gibt es eine Version 2, da gibt es eine Version 3. Man weiß nicht, welche Banken genau welche Score-Variante anfragen und was das dann auch bedeutet. Also es gibt dann quasi Diskriminierung zwischen den verschiedenen Score-Werten. Und aus meiner Sicht, diese Score-Versionen zeigen auch schön auf, was im Hintergrund passiert. Also es gibt Unternehmen, die quasi die Daten, die zur Bewertung verwendet werden, einmal einsammeln, diese dann der Schufa übermitteln, die stülpt dann ihr nicht offizielles Modell drauf und dann verwendet sie jemand Dritter, der sagt, ja, da ist das Score, deswegen kriegst du A oder B nicht. Und das ist quasi so eine Kette, die halt intransparent ist und jeder in der Kette sagt, der Erste sagt, ja, ich sammle ja nur die Daten, ich mache gar nichts damit. Der Zweite sagt, ja, ihr habt die Daten von dem bekommen, berechne dann, das gebe ich aber nicht zu, wie das berechnet ist. Und der Dritte sagt, ja, ich habe nichts berechnet, ich halte mir nur an die Berechnung und bewerte dann, ob der Konsument oder die Konsumentin das Produkt haben kann. Und das ist ein der riesengroßen Probleme, weil in der Kette auch Fehler passieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel, jemand bezahlt den Kredit zurück und dann, nachdem er den Kredit zeitgemäß und ohne Probleme zurückbezahlt hat, die Zurückbezahlung in dieser Kette nicht reportet wird. Wenn die Person dann das nächste Mal einen Kredit anfragt, dann sagt das System, hey Alter, du hast ja nur einen Kredit laufen, deswegen kriegst du eine negative Bewertung, weil du schon einen Laufen hast. Und keiner in der Kette ist zuständig und keiner, der sich darin informieren möchte, hat einen Zugriff, dass das nachvollziehen kann, was für Daten sind sich abgespeichert. Das ist einer der großen Kritikpunkte, dass man dann bezahlen muss für das, dass man reinschauen müsste, dass man negativ bewertet wird, weil irgendeiner in der Kette einen Bock geschossen hat. Das ist im Prinzip eigentlich eine Art von Wegelagerei aus meiner Sicht. Dann haben wir noch zum Beispiel die Variablen Alter, Geschlecht und Umzüge, war spannend. Bei Alter und Geschlecht gibt es halt einen Hinweis darauf, dass es Diskriminierung gibt, wo Leute auch nichts dafür können, dass sie A, jung sind oder B, männlich. Und spannende Sache war nur Umzüge, weil die negativ einwirken. Also die Anzahl der Umzüge kann man sich anschauen, dass die Grafik, je öfter dass man dann umzieht, desto geht es runter. Und da gibt es halt einen Unterschied, ob ich umziehen muss, weil ich quasi von Problemen davonlaufe oder weil ich einen Vertreterjob habe, wo ich quasi meine Firma mir nötigt, dass ich halt alle 3 Monate quasi in einem anderen Bundesland bin. Und die Person, die jetzt Vertreter war, kann sich aber nicht dagegen wehren und sagen, hey Alter, meine Umzüge sind quasi gerechtfertigt, weil ich nach Bayern muss oder was auch immer. Hatte ich schon selber Pech. Und dann eins der schönsten anderen Findings war noch, wir sehen hier 3 Muster und das ist auf der einen Seite die Anzahl der Kreditkarten, die Anzahl der Bankkonten und dann die Anzahl der Mobilfunkverträge. Und wir sehen hier sehr schön überall der Peak, also beste Score ist
bei der Zahl 2. Das heißt, wenn man zwei Kreditkarten hat, zwei Bankverbindungen und zwei Handyverträge, dann ist der Score wahrscheinlich am höchsten. Jetzt würde ich natürlich nie sagen, dass man den Score so gamen könnte, weil das würde in dem Raum ja auch keiner machen. Aber man könnte sagen, 2 ist besser als 1. Das Gleiche wäre jetzt aber beim Umziehen, sollte man halt schauen, dass man, wenn man nur temporär wohin sieht, das vielleicht auch nicht meldet, sondern es ignoriert. Ein anderer Trick wäre noch, wenn man halt ein Kind hat, ist das anscheinend positiver. Das dauert natürlich meistens, vielleicht hilft da dann noch die Adaption, wenn es schnell gehen muss. Nebenbei gab es halt nur am 30. Oktober eine Vorstellung von einer Studie, verbrauchergerechtes Scoring vom Sachverständigenrat des Justizministeriums. Das ist insofern interessant, wie die relativ klare Aussage gemacht haben, dass eigentlich die Kriterien und auch die Gewichtung offengelegt werden sollten. Das ist auch das Ministerium, das eigentlich dafür zuständig ist. Und es gab da harte Aussagen dazu, die dann nur verstärkt worden sind durch die Veröffentlichung vom Bayerischen Rundfunk und Spiegel Online, das am 28. November rausgekommen ist. Also die haben die Datenanalyse publiziert und das war ein relativ gutes Medienecho und die Schufa hat sie auch wieder ausgezeichnet mit neunseitigen Schreiben, woraus sie aber nicht zitiert werden wollte. Das ist halt Schufa. Das war jetzt nur Ministerin Barley fordert die Schufa auf zu mehr Transparenz und das war im Detail halt Transparenz beim Scoring, staatliche Aufsicht und Aufklärungspflicht. Und was das dann bewirkt hat, war die Ankündigung zu dieser elektronischen Auskunft, die jetzt dann erfolgen sollte, dass jeder Benutzer dann, wenn er die Auskunft stellt, ab 2019 einen Brief nach Hause geschickt bekommt mit einem Code, wo er dann online seinen Score abfragen kann, einmalig. Jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, dass man das einmalig machen kann, dann könnte man jetzt sagen, wenn das schon einmal funktioniert, könnte man einen Account dazugeben, dass man das regelmäßig machen kann und auch das auch dann quasi wie beim Bezahlservice abfragen könnte und die Möglichkeit hat, die Daten zu korrigieren. Und das wären eigentlich unsere Forderungen, dass wir wollen, dass Transparenz erst, wie wird der berechnet, was sind die Merkmale, Gewichtungen und wie kann man seinen Datenbestand anschauen oder dass man Notification bekommt, hey Alter, du hast einen negativen Score reinbekommen wegen von Firma A, dass ihr A das weiß und B, falls das falsch sein sollte, ihr reale Möglichkeit habt, diesen zu verbessern. Weil das ist jetzt die Fälle, die wir wissen, dauert das Monate an intensiver Arbeit, bis dass man die ganzen Firmen an den Strang kriegt, dass irgendwie in dieser Verarbeitungskette der Fehler dann ausgebügelt wird. Das war jetzt einmal kurz, was wir hoffen, was in Zukunft kommt. Wir sagen immer, Schufa ist der Anfang und nicht das Ende und wir werden dranbleiben und das Ganze läuft dann hoffentlich in, was man sagen, Our Data, My Data, dass wir halt zeigen, was man machen kann, wenn man Daten shared, wenn man sich auch bewusst ist, was das bedeutet, wenn man uns seine privaten Finanzdaten gibt. Wir haben noch eine Slide zur Schufa. Meine Lieblingsslide hieraus. Ja. Die Frage ist natürlich, wie kann man die Schufa dazu kriegen, in Zukunft wieder mehr Daten rauszugeben? Die geben jetzt nicht alle Daten raus, die sie über einzelne Personen haben, sondern tatsächlich nur Daten, die sie anderen geben. Und wir gehen davon aus, dass eigentlich die Schufa viel mehr rausgeben müsste nach der DSGVO. Und es gibt, glaube ich, zwei Wege, die Schufa dazu zu zwingen, mehr Infos wieder rauszugeben. Das eine ist eine Klage auf Basis von DSGVO. Das andere ist natürlich eine gesetzliche Verpflichtung. Deswegen ist auch wichtig, dass die Ministerin Barley das jetzt gefordert hat. Wir hoffen, dass da was kommt. Und das wird jetzt ein richtig smoother Übergang. Das wird dann nämlich ein Gesetz, idealerweise. Und dieses Gesetz würde dann im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Und ja, gut, ne? Ja. Und auch dafür haben wir was parat. Stefan. Genau, offene Gesetze. Am Anfang wurde ja schon gesagt, Gesetze, wo findet man die eigentlich? Wenn man nach einem Gesetz im Internet sucht, dann findet man die auf unterschiedlichen Seiten, zum Beispiel Buser oder De Jure. Die offizielle Seite heißt gesetzeiminternet.de. Da ist das im Internet ganz wichtig, sonst weiß man ja gar nicht genau, wo man gerade die URL eingibt. Und das ist eine Seite, wo da findet man alle Bundesgesetze und Verordnungen, und zwar in der aktuellen Version sozusagen. Einigermaßen aktuell. Es dauert manchmal ein paar Tage, bis da die aktuelle Version erscheint. Aber wie tritt eigentlich ein Gesetz in Kraft? Wie kommt es eigentlich dahin?
Und da habe ich das jetzt mal für das Publikum aufbereitet. Normalerweise, wenn man sucht Gesetzgebungsvorhaben, Gesetzgebungsprozess, dann findet man da irgendwelche Flowcharts. Ich habe das mal versucht, über einen Git-Remote-Prozess quasi darzustellen. Ja, also es gibt dann quasi einen Branch von den Ministerien, das ist der Referentenentwurf, der geht dann an die Bundesregierung, die das im Bundeskabinett beschließt. Und das geht dann an den Bundestag, dann gibt es zwischen Bundestag und Bundesrat vielleicht da ein paar Commits, diese Remotes tauschen dann so ein paar Commits aus. Und dann geht das, wenn das dann beschlossen wurde im Bundestag, dann unterschreibt das die Bundesregierung, ja, also macht Git Sign sozusagen, Git Tag minus S. Und dann geht das an den Bundespräsidenten, der das auch nochmal unterzeichnet. Und dann wird das in den Production Release Branch der Bundesrepublik Deutschland gemerged und wird dadurch quasi Gesetz. Dadurch tritt es erst in Kraft. Erst wenn es auf diesem Production Release Branch ist, ist es tatsächlich in Kraft getreten. Vorher ist das noch nicht passiert. Bisschen ist jetzt aber die Frage, wo ist denn dieser Production Release Branch? Ja, wo ist das Git-Log dafür? Und das Git-Log für diese Commits auf dem Branch, das ist das Bundesgesetzblatt. Das Bundesgesetzblatt, auch BGBL, nicht zu verwechseln mit dem bürgerlichen Gesetzbuch BGB, ist das Verkündungsblatt der Bundesrepublik Deutschland. Es heißt auch Verkündung und nicht Verkündigung. Verkündung, das ist das, sind religiöse Prophezeiungen und Gesetze. Die beiden werden verkündet, alles andere wird verkündigt. Und dort tritt es dann auch erst in Kraft, wenn es quasi ausgedruckt und dort veröffentlicht wird. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass das erste Bundesgesetzblatt der BRD am 23. Mai 1949, dort wurde das Grundgesetz dann veröffentlicht. Und heutzutage sieht das leider immer noch genauso aus und zum Beispiel so. Das ist jetzt ein Beispiel. Das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, das ist ein sogenanntes Artikelgesetz. Und diese Artikelgesetze, die im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, die verändern bestehende Gesetze. Das heißt, es ist sozusagen ein Patch. Ja. Wenn man sich das hier anguckt, dann steht da, das bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung von ist wie folgt geändert, dem Paragraphen 1309 und da unten steht dem Paragraph 1353 Absatz 1, Satz 1 wird wie folgt gefasst, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Also ich als Nerd denke immer, das ist furchtbar kompliziert zu lesen. Ich weiß ja gar nicht, was der Kontext ist. Und ich kenne das ja eher so. Und das macht auch für mich viel mehr Sinn. Weil dann sehe ich halt irgendwie, was wurde hinzugefügt, ne? Was ist weggekommen. Aber die Problematik, dass es das quasi menschenlesbar und nicht maschinenlesbar ist, ist leider noch eine andere. Offene Gesetze hat sich eher mit den rechtlichen Problematiken befasst. Denn das Bundesgesetzblatt, wenn man das im Internet sucht, dann findet man die Seite bgbl.de und die sieht folgendermaßen aus. Hatte noch so einen schönen 2006 glossy so Reflexion, finde ich sehr gut. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sehe ich als erstes das hier, Bundesanzeiger Verlag. Aha, das ist also, ist das, wem gehört der denn? Was ist das denn? Der Bundesanzeiger Verlag ist mittlerweile ein privater Verlag. Er hat mal dem Bund gehört, wurde 1998 aber teilprivatisiert. 2006 wurde er dann vollständig privatisiert und er gehört zur Dumont Mediengruppe. Die Dumont Mediengruppe, Sie kennen das vielleicht von der Berliner Zeitung, dem Berliner Kurier, dem Express in Köln oder der Hamburger Mopo, also alles Qualitätsblätter. Und diese Dumont Mediengruppe, die bringt auch unsere Gesetze heraus. Okay. Wenn man dann ein bisschen auf der Webseite weiterklickt, dann findet man den kostenlosen Bürgerzugang. Ja, kostenlos finde ich immer super, da klicke ich sofort drauf. Und dann grüßt mich erstmal so ein großes grünes, ein großer grüner Box. Und da drin steht, die elektronische Version des Bundesgesetzblattes genießt generell Datenbankschutz nach § 87a fortfolgende Urheberrechtsgesetz. Das heißt, der Bundesanzeiger Verlag beansprucht Datenbankschutzrecht auf die Sammlung der Bundesgesetzblätter, die er veröffentlicht. Jedes einzelne Gesetzblatt ist ein amtliches Werk nach § 5 Urheberrechtsgesetz und genießt keinen urheberrechtlichen Schutz. Aber die Sammlung dieser Gesetzblätter könnte man sagen, dass das ein Leistungsschutzrecht, ein Datenbankleistungsschutzrecht ist, der Datenbankschutz. Und der wird auf jeden Fall hier sehr explizit und auch ganz oben auf der Seite direkt unübersehbar vom Bundesanzeiger Verlag beansprucht.
Wenn man dann so ein bisschen weiter versucht, sich durch die Gesetzesblätter da zu klicken, merkt man, es gibt keine Suche. Man merkt, es gibt kein OCR von PDFs vor 1998, da sind das dann alles einfach nur Bilder. Die PDFs sind gegen Copy und Paste und Ausdrucken geschützt, ja, weil, also wir wissen, wie man das vielleicht wegbekommt, aber der normale Nutzer, der vielleicht einfach schnell irgendwas raus copy und pasten will, da sagt dann der ein oder andere PDF-Reader, das geht jetzt nicht, weil da irgendwie man ein Passwort eingeben muss, ist natürlich eigentlich Quatsch. Und die Gesetzesseiten selbst enthalten auch Werbung im Footer, also nicht für McDonald's oder so, sondern eher, da steht dann hier auf bgbl.de, könnt ihr das alles hier angucken, und da ist noch ein Logo vom Bundesanzeigerverlag, also am privaten Unternehmen. Ich finde es ein bisschen unwürdig für unsere Gesetze, wenn da im Futter dann sozusagen noch extra was draufgetan wird, was halt nichts mit dem Gesetzgebungsprozess selbst zu tun hat. Aber, ja, danke. Aber man bekommt das natürlich auch anders. Ja, man kann tatsächlich beim Bundesanzeigerverlag ein Online-Archiv im Halbjahresabonnement abschließen. Das kostet dann schlappe 99 Euro pro halbes Jahr. Dann bekommt man auch eine Suche. Die Dokumente sind auf einmal ausdruckbar. Es lassen sich Textstellen entnehmen, wie Sie so schön sagen. Also der Copy und Paste. Und das Ganze gibt es auch als E-Mail, Newsletter. Wenn ein Bundesgesetzblatt rauskommt, dann kostet dann auch das Halbjahresabonnement, damit man dieses Gesetzblatt per E-Mail bekommt, 108 Euro. Etwas seltsam, wir wollten es genauer wissen, wie hat denn der Bundesanzeigerverlag wie ist er denn da rangekommen an diese Privatisierung? Und wir haben versucht, diesen Vertrag anzufragen, das ist der Vertrag mit dem Bundesanzeigerverlag. Die Anfrage findet ihr auf Frag den Staat. Und da ist ganz interessant, ihr seht, es ist viel geschwärzt. Also quasi fast die Hälfte, würde ich sagen. Wir haben da Widerspruch eingelegt, das ist jetzt noch, das läuft noch. Aber die Begründung für diese Schwärzung, die Schwärzungsstellen, da geht es um die Laufzeit des Verlages, das Inkrafttreten des Vertrages, selbst das Inkrafttreten des Vertrages wurde geschwärzt und wie die urheberrechtliche Position dieser Gesetzblätter ist. Das heißt, das konnten wir gar nicht herausfinden, das wurde vom Bundesjustizministerium geschwärzt. Und da heißt es dann, die Geheimhaltungsinteressen wegen der unmittelbaren Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation des Bundesanzeigerverlages, deswegen musste das dann geschwärzt werden. Unsere Reaktion war, diese Bundesgesetzblätter alle auf offene Gesetze zu veröffentlichen. Hurra! Ja. Das haben wir zusammen mit Johannes Filter, Arne und ich gemacht. Das ist ganz, also eine Seite, da könnt ihr die Bundesgesetzblätter durchsuchen. Ihr könnt sie auch herunterladen, es gibt Textversionen. Und damit das Justizministerium das auch findet, haben wir auch das noch im Internet veröffentlicht, also unter offene Gesetze im Internet.de. Hier der Startup-Page-Feature-Vergleich. Der kostenlose Bürgerzugang hat überall Nein, wir haben überall Ja. Die Dokumente sind druckbar, Volltextsuche, Texte in Elternausgaben. Ein Gesamtdownload, wir stellen sozusagen Tarballs für die Gesetzblätter über Jahre, aber auch für zum Beispiel das gesamte BGBL 1 und auch die BGBL 2-Version zur Verfügung. Das sind dann 6 GB PDFs, wenn ihr die runterladen wollt und damit irgendwas Schönes machen wollt, tut das gerne. Denn wir sagen, freie Verwalterverwendung, alles in Ordnung. Wir haben auch stabile Links. Der BGBL hat leider keine stabilen Links auf seine PDFs. Ja, das sind alles Sessions. Links, die kann man noch nicht mehr direkt darauf verweisen. Wir haben RSS-Feeds, eine kleine API und natürlich alle Funktionen kostenlos. Die Reaktion, top. Die Reaktion wurde sehr gut aufgenommen, habe ich auch gerade hier gehört, danke. Und auch die Jura-Community hat das sehr gut aufgenommen. Rechtsprofessoren haben darüber Blogposts geschrieben, haben sich sehr gefreut, dass sich da jetzt so etwas ergeben hat. Offenbar gab es da sehr lange Stillstand in der Rechtscommunity und sie haben sich haben das sehr wohlwollend aufgenommen. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat auch Frau Barley, da ist sie schon wieder, gesagt, dass sie die FAZ titelt, Barley nimmt Dumont Verlag das Gesetzblatt weg. Das klingt jetzt sehr hart, aber es ist schon länger eine E-Verkündung, also eine elektronische Verkündung des Bundesgesetzblattes geplant. Das ist allerdings erst ab 2021 der Fall. Das bedeutet, dass dann das Gesetz nicht mehr ausgedruckt werden muss, damit es in Kraft tritt, sondern dann muss es nur noch online veröffentlicht werden.
Aber was neu war in dem Artikel, dass auch die bestehenden Bundesgesetzblätter durchsuchbar und online dann zur Verfügung gestellt werden vom Gesetz, also von der Regierung selbst, vom Staat. Und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, diese Entscheidung da zu forcieren. Ganz interessant ist auch, dass die Juris GmbH die erste war, die diesen Tweet von dem FAZ-Reporter retweetet hat. Die Juris GmbH, die macht ungefähr das Gleiche, nur mit Gesetz, mit Urteilen. Und die müsste man sich auch mal genauer angucken. Ja, also die hat da... Also wie geht's weiter? Wir warten auf eine Klage, beziehungsweise wir sind gar nicht sicher, weil eigentlich finden wir nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Aber wir gucken mal, wie das beim Bundesanzeigerverlag aufgenommen wird. Wir waren jetzt 4 Tage nicht zu Hause, deswegen vielleicht liegt da schon was im Briefkasten. Wir werden das BGBL noch ein bisschen weiter aufräumen. Wir haben festgestellt, dass auf der BGBL-Seite selbst, da sind Metadaten auch nicht vollständig, oft falsch. Datumsangaben sind korrupt, das heißt, das Datum funktioniert gar nicht, kann man gar nicht parsen. Und natürlich gibt es noch sehr viele andere Gesetzes- und Amtsblätter. Ja, also es gibt noch zum Beispiel das gemeinsame Ministerialblatt, das auch noch sehr wichtig ist für die Bundesverordnungen. Aber es gibt noch viele andere auf vielen verschiedenen Ebenen, auf Länderebene und auch auf Gemeindeebene. Dort gibt es auch Amtsblätter und die sind wahrscheinlich alle, viele, in den Händen von privaten Verlagen. Oft sind sie öffentlich verfügbar in irgendeiner Form. Oft muss man aber auch dafür zahlen. Und da sollten wir gemeinsam weiter daran arbeiten, dass sowas verfügbar wird. Da könnt ihr auch gerne selber aktiv werden. Ansonsten war das jetzt Open Schufa und offene Gesetze, beide Projekte der Open Knowledge Foundation Deutschland. Die Klammer ist so ein bisschen, dass wir versuchen, die Regeln, die sehr alteingesessene Unternehmen uns versuchen aufzuoktroyieren, da ein bisschen aufzubrechen. Die Schufa und auch der Bundesanzeigerverlag sind sehr alte, traditionelle Unternehmen. Das wurde schon immer ausgedruckt, das wurde schon immer so erfasst. Aber ich glaube, wir haben einen neuen Anspruch an Transparenz und auch an Durchsuchbarkeit, Weiterverwendbarkeit. Und das versuchen wir bei der Open Knowledge Foundation ein bisschen voranzubringen. Vielen Dank. In anderen Räumen waren die immer schon an. Dankeschön für den Talk, sehr interessant. Ich bin mal kurz dazugestoßen. Wir haben noch 10 Minütchen für Q&A. Bitte an den Mikrofon anstellen. Mikrofon Nummer 2, bitte. Es gab Anfang, Mitte des Jahres ging um, dass durch die DSGVO das gesamte Geschäftsmodell der Schufa betroffen sein könnte, um es mal so auszudrücken. Ich habe jetzt nicht verfolgt, wie es sich weiterentwickelt hat. Ist da noch was draus geworden? Hat mittlerweile ein Datenschutzbeauftragter gesagt, nee, ist alles okay? Oder? Es gibt die Schufa noch. Also zuständig für die Schufa ist der hessische Datenschutzbeauftragte. Der geht nicht in einer Konsequenz gegen die Schufa vor, wie er es machen müsste aus unserer Sicht. Ich glaube, wäre die Schufa in einem anderen Bundesland angesiedelt, dann sähe es jetzt ein bisschen anders aus. Tatsächlich die eine Veränderung, die es gab durch den Datenschutzbeauftragten, ist eben diese elektronische Auskunft. Also die Schufa hat vorher nur Post zugesandt, hat jetzt zugesichert an den Datenschutzbeauftragten, dass sie es ab Januar dann aber auch wirklich per E-Mail machen, beziehungsweise per Post einen Zugangscode. Ah ja, gar nicht per E-Mail, einen Zugangscode per Post und dann bei denen online. Das ist so die eine Veränderung. Und tatsächlich, was so alles Weitere angeht, haben wir bisher nicht gehört, dass der Datenschutzbeauftragte in Hessen ein Problem damit hätte. Im Gegenteil, wir haben eher gehört, dass der ein Problem mit Open Schufa hatte. Da muss man ja sagen, das Geschäftsmodell der Haupteinnahmequelle der Schufa ist ja nicht, dass sie persönliche Einzelpersonen da nötigt, dass sie den Online-Zugang haben, sondern die machen ja Datenverkauf an Firmen. Danke. Mikrofon Nummer 2 nochmal. Ich wollte mal fragen, wie der Status ist. Sammelt ihr für Open Schufa noch Daten?
Aufgrund dieser wirklich sehr, sehr verkürzten Auskünfte, die es zurzeit gibt, bringt uns das nicht so viel. Also die Auskünfte, die halt einige Menschen derzeit bekommen, besteht tatsächlich dann teilweise nur aus einer Zeile oder noch nicht mal. Und das sind dann keine Daten, die man sinnvoll in unser Modell derzeit einfügen kann. Deswegen pausiert es gerade. Wir hoffen aber, dass, wenn wir ordentlich Druck aufgeübt haben auf die Schufa und da wieder ordentliche, längere Auskünfte kommen, wir damit dann wiederum was anfangen können. Ja, wir hoffen, es wird auch überflüssig, weil das Justizministerium eingreifen wird. Achso, okay. Ja. Mikrofon Nummer 1, bitte. Hallo, ich habe auch eine Frage an die Macher vom Open Schufa-Projekt. Und zwar habt ihr ja nun da eine Menge sehr wichtiger persönlicher Daten bekommen. Und dann ist ja auch die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Und ich würde gerne mal einen Einblick in eure eigenen Erfahrungen haben, wie ihr damit umgegangen seid, selber datenschutzcompliant zu sein. Also wir hatten da rechtliche Unterstützung. Die Daten gingen auch nur jetzt dann zwei Medienunternehmen raus, extern, die damit gearbeitet hat, sonst was in-house von Open Knowledge Foundation oder Algorithm Watch, unserem Partner. Genau, das ist der Datenschutzbeauftragte Nico Herting, der hat das übernommen. Man muss nochmal zu den Daten dazu sagen, wir waren nicht interessiert an den Namen oder so, die waren in der Regel nicht dabei, es sei denn, Leute haben beim Uploaden Fehler gemacht und aus Versehen ihre Daten, also ihren Namen und so sehr einfach identifizierbare Daten mitgeschickt. Das heißt, idealerweise haben wir diese Daten überhaupt nicht. Das heißt natürlich nicht, dass, wenn man so ein Schufa-Blatt hat, dass das komplett anonym ist. Ne? Also es ist natürlich eine bestimmte Detailtiefe, dass man mit bestimmten Verfahren sicherlich das rückschließen kann auf einzelne Leute. Wir veröffentlichen diese Daten zum Beispiel auch nicht. Ne? Das ist sicherlich also es wurde häufig an uns herangetragen, auch von anderen Forschern, dass sie gerne mit diesem Datensatz arbeiten würden. Das machen wir derzeit aber so nicht. Das geht einfach nicht mit diesem Datensatz. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Der Signal Angel, bitte. Ja. Habt ihr vor, die Gesetzesblätter als Code-Patch-Version zu veröffentlichen, beziehungsweise arbeitet ihr an einem maschinenlesbaren Datenformat für Gesetzesänderungen? Also momentan haben wir uns nur auf die rechtliche Problematik des Ganzen gestützt. Es gab mal ein Projekt namens Bundesgit, was tatsächlich versucht hat, die Bundesgesetze auf GitHub zu versionieren. Diese Nachversionierung, also ich habe das selber gemacht, und das war sehr viel Handarbeit sozusagen, zu reverse-engineeren, wie diese Commits zustande kommen. Wir haben aber hier so einen Legal Hack Day gehabt, so einen Hack-Workshop in so einer Assembly, und wir haben halt geguckt, ist es möglich, diese Patche aus den Bundesgesetzblättern zu extrahieren, ja, mit irgendwie neueren Natural Language Processing Sachen, die PDFs auseinandernehmen und dann zu gucken, kann man jetzt irgendwie herausfinden, welcher Paragraph da wie angepasst wurde. Leider gibt es da halt sehr viele Varianten, wie das da stehen kann. Wenn man das von Hand macht, dann dauert das sehr lange und ist sehr viel Aufwand. Es gibt da Seiten, die machen das, zum Beispiel Boozer. Und wir würden das jetzt, also das Bundesgit, vielleicht gibt es da nochmal einen Neustart, aber das ist kompliziert. Ja, es ist eine sehr komplizierte Materie, sehr viel Arbeit. Und eigentlich hätte ich ja gerne, dass das nicht sozusagen von Reverse engineert wird, wie Open Schufa, sondern dass das auch vom Gesetzgeber selber so passiert, ja, dass man da herausfinden kann, aha, was hat sich denn wirklich geändert? Das würde wahrscheinlich auch den Gesetzgebungsprozess vereinfachen. Die Leute tippen das immer noch alles in Word-Dateien ein und sagen, okay, wir würden das jetzt gerne so ändern. Anstatt das Gesetz selbst zu ändern und sozusagen zu versionieren, wird halt dann diese Änderungsgesetze gemacht. Und das ist kompliziert. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. Ich habe mit ein paar Juristen gesprochen, die sehen das jetzt in absehbarer Zeit nicht. Also auch diese E-Verkündung wird eher so weiterlaufen, wie wir das in den aktuellen menschenlesbaren Patchen gesehen haben. Also gibt, glaube ich, nicht so viel Fortschritt, es sei denn, wir machen das wirklich selbst, ist aber viel Aufwand. Man muss aber schon dazu sagen, wir sind natürlich die Einzigen, die diese Art hassen. Auch die Verwaltung hasst es. Also und auch Bundestagsabgeordnete hassen das. Also es gibt eigentlich so gut wie niemanden, der diese althergebrachte Form eigentlich wirklich gut findet. Es gibt ein Projekt im Justizministerium, das heißt E-Gesetzgebung, alles E. Die arbeiten ein bisschen daran. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da darum, vor allem Plugin für Word zu schaffen. Super. Mikrofon Nummer 2 nochmal bitte.
Ja, mich interessiert, wo die Daten, wo die Gesetze herkommen, die auf offene Gesetze dann jetzt gelandet sind. Hat die jemand von Hand aus diesem Bürgerzugang gekratzt und dann zusätzlich noch OCR, die nicht schon OCR waren? Und wenn das so ist, habt ihr die Werbung raus entfernt? Also ist ja keine Werbung mehr drin, aber wo das jetzt genau herkommt, das können wir leider jetzt nicht sagen. Und wir haben noch Zeit für eine Frage, Mikrofon 1, bitte. Hi, guter Vortrag. Ich war gerade in den Lightning Talks und habe gehört von einem Projekt, das versucht, Gerichtsentscheide zu veröffentlichen. Habt ihr das auch schon irgendwie mitbekommen oder arbeitet ihr mit denen zusammen? Open Legal Data, ja. Es gibt da glücklicherweise in diesem Bereich einige wirklich coole Leute, die versuchen, nicht eben nur Gesetze, sondern auch Urteile an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir sind da schon in Gesprächen, wie man sich da so verklagen lassen könnte. Super, herzlichen Dank nochmal, riesen Applaus nochmal für die Speaker.